Also nach der Schauspielschule habe ich Theater gespielt und auch ein bisschen gedreht. Und dann fielen meine Haare aus. Und ich habe mich dann eben nicht mehr getraut, mich vorzustellen beim Dreh oder am Theater. Hatte damals auch noch kein Geld für eine Perücke. Und bin eben im Dunkeln gelandet, also beim Synchron. Das war erstaunlich. Da war ich im Urlaub an der Nordsee und krieg einen Anruf, du Martina, am Montag. Wenzel Lüdicke will dich haben auf Sharon Stone in The Specialist. Also habe ich meinen Urlaub abgebrochen, bin nach Berlin gefahren und habe zwischen Thomas Danneberg und... Das war deine erste Rolle? Meine erste große, richtig große Rolle, ja. Also Blockbuster-Rolle, ja. Wie war das damals mit Thomas Danneberg im Studio? Cool. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie lief das damals ab? Naja, man steht halt zwischen, also Manne Lehmann, ich stand wirklich zwischen Manne Lehmann und Thomas Danneberg und dachte, puh, wie willst du das jetzt schaffen? Und dann Lutz Riedel saß in der Regie und hat mir dann erklärt, wo der O-Ton ist und so. Das, ich meine, das wusste ich alles schon, aber war ja lieb gemeint. Und warst du aufgeregt? Total, ja. Total, ja. Aber war cool. Von Thomas habe ich halt so viel, also habe ich gelernt, dass man, wie soll ich sagen, dass man entspannt bleibt, dass man, wie man sauber verschleift zum Beispiel, also wie man die Tees weglässt bei Ist und Nicht, ohne dass es sich anhört wie Gosse und so weiter und so fort. Also da, ich habe von Thomas wirklich richtig viel gelernt. Also ich fand es schön, nun bin ich allerdings auch wirklich schon ein Dinosaurier mittlerweile, wenn man zusammen disponiert war, wenn man zusammenarbeiten konnte, es war entspannter. Ich fand auch, dass es mir Spaß gemacht hat. Jetzt ist es halt schnell, Dollarzeichen in den Augen. Abliefern. Abliefern. Und das entspricht nicht dem, wie ich es gelernt habe. Also als Regisseurin ist es natürlich, du musst quasi die Dialoge mitsprechen, still, damit du keinen Anschlussfehler produzierst. Ich finde es ein bisschen anstrengend, diese X-Erei. Also es erfordert meiner Meinung nach wesentlich mehr Konzentration, auch wenn du vorne stehst. Das X'en? Ja. Okay. Weil du einfach keine Chance mehr hast. Kommt natürlich immer drauf an, mit wem du im Atelier stehst, ist ja klar. Aber du hast eben keine Chance, irgendwelche feinen Nuancen abzunehmen. Weißt du, du kannst dir vorstellen, du hast den Kollegen oder die Kollegin im Ohr. Aber du, also du kannst dir grundsätzlich vorstellen, wie der Dialog dann klingen wird. Aber diese Feinheiten, die hast du halt nicht mehr. Deborah Kara-Unger ist auch so eine Kandidatin, die hat... das war ein David Cronenberg-Film, glaube ich. Also ein völlig durchgeknalltes Ding. Da habe ich auch mit Benjamin zusammen am Mikro gestanden. Das ist ewig her. Ich glaube, der hieß Crash. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir blenden es ein. Okay. Jedenfalls gab es da eine Situation, die war wirklich... Wie gesagt, es ist lange, lange her. Heute würde es mir nicht mehr so schwer fallen, aber damals war es eine echte Herausforderung. Denn James Spader... gesprochen von Benjamin. Benjamin Völz. Genau. Und Deborah Kara-Unger hatten eine hervorragend authentisch gespielte Sexszene, die wir natürlich synchronisieren durften. Und dann kam von hinten, ja, ich weiß gar nicht mehr, wer da in der Regie, habe ich verdrängt, wer da in der Regie saß, wurde offen, wir standen nebeneinander am Mikro und dann kam von hinten, naja, das kriegt er aber besser hin, oder? Und ich, Gott sei Dank, es ist ja dunkel im Studio. Ich bin, glaube ich, mein Kopf war so rot, der ist fast geplatzt. Also, nee, es war wirklich, also es war eine echte Herausforderung. Aber es ist uns dann gelungen. Ja. Wie muss man sich so eine erotische Szene vorstellen im Synchron? Was passiert da? Da steht man so neutral wie möglich nebeneinander. Und versucht halt, so natürlich wie möglich, sich anzuhören, wie sich jemand anhört beim Orgasmus.